Hi, ich bin der Günther, ich war's in der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Aber Dumm. Heute wieder länger als letztes Mal. Und auch deswegen will ich hier wieder nicht lang um den heißen Brei herumreden. Und natürlich auch, weil ihr wisst, dass ich es einfach hinter mir haben will. Legen wir los. Und ich hoffe, ich denke dran. Nee, bis zum nächsten Mal neue Blätter auszudrucken. Ich bin nämlich das letzte Kapitel, das ich vollständig ausgedruckt habe. Kapitel 7. Feinde der Vergangenheit. Ich konnte nicht glauben, dass dieses Monster augenblicklich vor mir stand. Es klang unterbrechungsfrei, noch exakt auf diese Weise unverständlich wie damals. Ich jetzt meine Rache. Nun griff es mich an. Ich kämpfte derzeit also selber gegen einen Mutanten, der aus einem fehlgeschlagenen Experiment entstanden war. Trotz seiner real unausgereiften Organe schien es mächtiger zu sein als beinahe alles, was ich bisher gesehen hatte. Hatte meine Mischung exemplarisch, wahrhaftig eine Kampfmaschine erschaffen. Eine Crossbar schiebt gerade einfach immer irgendwelche Wörter ein, die so richtig Allmann-mäßig sind. Hier einfach die Kombination schon aus exemplarisch und wahrhaftig. Doch als ich die Attacken tendenziell sah, wusste ich, was los war. Das Mistviech hatte sich der dunklen Macht konnektiert und dieser Tage einen Teil ihrer Macht erhalten. Der Kampf war gleichwohl gemäß anspruchsvoll. Nick Crossma ist der größte verfickte Allmann, den ich mir vorstellen kann. Was zur Hölle ist mit dem? In jedem Satz irgendein Allmann-Wort. Ich hatte das immense Problem, dass ich mit meinen Angriffen nichts gegen das Monster einstellen konnte. Augenscheinlich hatte sich sein Typ innerhalb der Verwandlung nicht abgeändert. Also konnte ich übergangsweise nichts tun, aus einem Hagel aus Dunkelheit auszuweichen. Der nächste Satz ist kein Allmann-Wort! Ich merkte, wie entschlossen dieses Wesen war, mich zu töten. Dieser Satz hat kein Allmannwort. Und dann sehe ich den nächsten Satz mit dem deutschesten Wort, das ich je gesehen habe. Ich habe dieses Wort nie zuvor in irgendeiner Form gehört. Und jetzt... Kurz dachte ich darüber nach, ob es eventuell überdies im Recht sei. Schlimm genug. Nichtsdestominder! Was ist mit dir, Nick Crossma, du Alban? Mir ist mein Headset vom Kopf gefallen. Alter, was ist mit dem Typen? Nichtsdestominder, daraufhin dachte ich mir, es sei lediglich ein Klon. Ich rede jetzt eine Crossmar-Zahl wie der letzte Allmann. Nichtsdestominder, daraufhin dachte ich mir, es sei lediglich ein Klon. Also dasselbe Pokémon wie das freiwillig im Zuge meinem Experiment mitgemacht hatte. Also war es grundsätzlich das Urteil des Wesens alleine zu werden, wie es derzeit war. Doch anstatt sich zu freuen, Kraft erhalten zu haben und in die Geschichte eingehen zu können, gab es mir die Schuld an seinem Problem. Dieses Wesen war umstandslos undankbar und akkurat demzufolge konnte ich sofort nicht aufgeben. Das Monster war, wie man an seinem Erscheinungsbild längst erkannte, sonderlich träge und griff allein langsam an, egal wie ausgeprägt Macht es hatte. Somit enorm es mir nicht schwer auszuweichen. Ich überlegte,
wie ich den Kampf für mich entscheiden könnte. Es wirkte ziemlich hoffnungslos und an eine Flucht war nicht zu denken. Nach weitestgehend 30 Minuten kam ich auf eine genauso mühelose wie effektive Idee. Ich müsste problemlos dasselbe machen wie mit dem Felsen in der Höhle. Ich sammelte die Lampen, welches von den glühenden roten Wolken ausging, inmitten meinen Händen. Der Mutant hörte auf anzugreifen und nahm ein wenig Abstand. Er schien nicht ganz zu beherrschen, was ich da tat, bis ich das gesammelte Licht auf ihn feuerte. Da er ein Unlicht-Pokémon war, wusste ich, dass die Beleuchtung ihm großen Schaden zufügen würde. Es fing an zu brennen. Es ging zu Boden und schien bedeutende Qualen zu erleiden. Nach manchen Sekunden hörte es auf, sich zu bewegen und kurz darauf ebenso zu brennen. Ich ging zum toten Körper jener Fehlgestalt. Es ist nicht meine Schuld, dass es so weit kommen musste. Etwaig lernst du für dein nächstes Leben etwas daraus und legst dich nicht mit Pokémon an, die andersartig als du ein bisschen bedeuten. Nach diesen Worten verschwand sein Körper vor mir. Ich wollte längst nahezu gehen, doch auf einmal begann der Boden dort, wo vorweg der Körper lag, in lila. Vor mir, auf dem Boden, lag der lila Splitter von Günthers Seele. Ich nahm ihn mit und machte mich auf zum Zentrum des Seelenwaldes. Den Gedanken, meine Freunde zu suchen, hob ich mir für später auf, denn von dort ging ein seltsames Licht aus. Nichtsdestominder! Ich muss sagen, das klang vielleicht ein bisschen neutral, aber zumindest ich persönlich fand das gerade irgendwie einen der lustigsten Abschnitte bisher. Was war denn mit Nick Schrossmer los? Das war ja der größte aller Allmänner. Digga, ich schwör, ich überleg, ob der in der Walross-Edition sollte er irgendwann wieder vorkommen in einer Bonus-Episode. Ob ich ihm dann so eine Stimme gebe. Ja. Nee, ich weiß halt noch gar nicht, was ich für Bonus-Episoden noch mache. Ich will eigentlich schon noch ein, zwei machen. Deswegen, warum nicht eine vielleicht mit Nick Schossmer sogar im Mittelpunkt? Und dabei kann er dann ja reden wie der letzte Allmann. Nichtsdestominder würde ich sagen, fahren wir nun mit einem linguistisch weniger begabten Charakter fort. Moa. Was war denn das bitte? Latias. Ich brauchte einen Moment, bis ich den Sinn von Latios' Aussage begriff. Die dunkle Macht hatte ihn zurück zu den Lebenden geholt und auf ihre Seite gezogen. Nun ist er hier, um seine Rache zu vollstrecken. Noch binnen ich dies dachte, streiften mich die anschließenden Klingen. Nein, Latias, werd nicht auch zum Allmann. Bitte. Das kannst du mir nicht antun. Das Schlimmste an meiner Lage war, weil dass ich nicht das Recht hatte, irgendwie sauer auf ihn zu sein. Im Gegenteil, wenn ich in seiner Haut stecken würde, hätte ich mutmaßlich nicht unterschiedlich gehandelt. Wisst ihr? Tschüss. Nicht tschüss. Ihr kriegt jetzt die ganze restliche Folge in fucking Allmann Sprachausgabe. Im Gegenteil, wenn ich in seiner Haut stecken würde, hätte ich mutmaßlich nicht unterschiedlich gehandelt. Aufgrund wollte ich ihn ebenso nicht angreifen. Darüber hinaus, trotz allem, was passiert ist, trotz allem, was wir uns miteinander angetan haben, er ist und bleibt mein Bruder. Ich konnte ihn nicht bekämpfen.
Zuerst habe ich versucht, ihm das gleiche Gefühl zu geben. Aber als ich mit ihm sprechen wollte, hatte ich einen Verdacht im Hals. Warum hört er mir zu? Ich war wohl nicht mehr seine Schwester. Ich war der einzige Verräter seiner besonderen Sklaven. Also habe ich seine Angriffe von Zeit zu Zeit und zu Fuß vermieden. Du denkst, er müsse nach einer Weile schlafen, aber er hat mich immer davon abgehalten, alternative Angriffe auf mich zu machen. Es schien mir entscheidender, entscheidender. Ich sah ihn fröhlich für seinen eigenen Zweck, auf dessen Segen er auf ihn gewartet hatte, zu diesem Zweck endlich wieder frei zu sein. Ich sah langsam Hoffnungslosigkeit und Entschlossenheit in seinen Augen. Er wollte es die ganze Zeit schaffen, aber er wusste, dass er es nicht schaffen würde, wenn ich es weiter tun würde. Ich ging hinein und fand einen Weg. Nick Schrosma, Hydropi, Floink, Bulbasaur und natürlich an einigen Stellen Günther und Lord Ecke. Wenn sie lesen, was ich hier geschrieben habe, werde ich nicht länger in einer solchen Welt sein. Ich gab das Dodgen schnell auf. Warum steht hier jetzt auf einmal sowas? Dodgen? Was? Was? Ich gab das Dodgen schnell auf. Und schnell war das Gewürz weiß und weiß. Sie redet über Salz, glaube ich. Weil Latios so Salz... Ich bin ruhig. Ich habe in diesen Tagen am Tisch gegessen. Ich konnte kaum gehen. Ich hörte Latios laut aufstehen. Habe ich dich getroffen? Am Ende konnte ich... Ich wusste, dass dies mein Ende sein würde, aber ich bereute nichts, was ich getan hatte, seitdem ich dort angekommen war. Ich kann mich wieder waschen. Nick Schrosma, Floink, Günther, ihr alle, danke für alles. Dann griff er an. Auf jeden Fall war ich zuversichtlich, dass heutzutage alles enden würde und öffnete meine Augen. Ich bin in der Zeile verrutscht. Ich hörte ein kurzes Seufzen und sah ein deutliches psychologisches Plätschern vor mir. Was zum Fick? Nee, ein deutliches psychologisches Plätschern vor meinem Gesicht. Ich kann nicht. Alles war schlecht, aber ich schrie, um aufzustehen und ging langsam zu seinem Kopf. Ich hatte einen mentalen Albtraum und wusste nicht, warum er nicht herauskam. Ich warte immer noch auf einen Angriff, aber ich will es. Latios, was ist los? Warum hast du alles beendet, wofür du gekämpft hast? Latias, es tut mir leid. Ich kann nicht schnell sein. Als ich jedoch nicht in einer solchen Welt war, habe ich alles gesehen, was passiert ist. Deine Konflikte, deine Erfahrung, deine Schmerzen. Ich wollte dir nicht vergeben für das, was du getan hast. Aber ich habe gesehen, wie du dich verhältst. Du bist schrecklich. Super! Du warst hoffnungslos. Im Laufe der Jahre hast du mir klargemacht, dass du so etwas nicht kannst. Und du bist immer noch meine Schwester, obwohl ich es immer noch will. Ich werde dir nicht ein bisschen geben können, gerade jetzt in unserem Krieg. Ich wollte nur trotz allem kämpfen, weil die dunkle Macht nur wollte, dass ich das moderne Leben unter den Bedingungen gebe. Ich weiß, wenn du nicht wüsstest, könnte ich dich nicht angreifen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Latios hatte während der gesamten Geschichte Tränen in den Augen. Wir haben für eine Weile nichts gesagt. Dann habe ich leise eine Frage gestellt. Sind wir ein anderes Team in Bewegung, Bruder? Er sah mich leise an. Sie können es abbrechen. Ah ja. Wir waren vorne, als wir uns ein wenig an Latios erinnerten. Übrigens, die dunkle Kraft hat mir ein wenig Schutz gegeben.
Ich denke, du kannst sie benutzen. Ich hatte viel erwartet. Ich war aber wirklich mehr als schockiert, als er mir ein Stück von Günthers Seele gab. Den gelben Teil der Gerechtigkeit. Also gingen wir beide in die Mitte eines spirituellen Waldes, weil dort Pokémon zu denken schien, dass Nick Schosma genau gleich aussah. Kommen wir zum letzten, linguistisch vielleicht begabteren Figurencharakter. Wir werden sehen, was bei ihm geschieht. Bei Bulbasaur. Hydropie-Effekte ziehen weiterhin meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich hatte keine Ahnung, wie ein solcher Konflikt gut enden würde. Ich wartete darauf, dass er mich so sah wie zuvor, so wie ich es tat. Seine Erfahrungen bedeuteten mir nicht nur Wichtiges in meinem Leben, sondern er brachte mich in diese Situation. Ich wusste, dass ich ihn nicht angreifen konnte. Ich wollte ihn nicht verletzen. Er konnte nichts dagegen tun. Er hat meinen Freunden nie eine Alternative gegeben. Ich fand es besonders schwierig, ihn nicht herauszuziehen, obwohl es nicht wirklich schlimm war, weil seine Angriffe nicht stark waren. Meins hingegen wird seine Feindschaft zerstören. Mein einziger Weg war, ihn wieder fallen zu lassen. Ich versuchte ihn mit seinen Worten zu erreichen. Hydropi, ich weiß, dass du noch da bist. Du kommst zu mir. Sie haben wirklich viel mehr getan als ich. Forti schien mir zuzuhören, doch stoppte die Angriffe, um es zu erzählen. Nein, du bist schuldig. Ich kann nicht. Du kannst nicht. Wieder in diesen Worten fühlte ich den Kampf, den er selbst führte. Plötzlich verursachte Verzweiflung Hoffnungslosigkeit in ihm. Er fing wieder an, anzugreifen. Dieses Mal waren seine Angriffe nicht so schwach wie zuvor. Du warst stark. Jeder kam mit großer Kraft. Aus diesem Grund konnte ich sie nicht leicht umgehen. Meine Kraft versuchte es nicht. Ich wusste, dass ich nicht lange durchhalten würde. Ich musste lernen, mit ihm zu laufen. Hydropi, bitte erinnere dich an all die guten Zeiten, in denen wir zusammen waren. Er seufzte erneut, aber eine Art Kraft kämpfte gegen ihn an. Es sieht so aus, als würde er wieder zur Besinnung kommen. Nein! Sein nächster Angriff war mit so großer Kraft, dass ich zu Boden fiel. Ich war verletzt, noch am Leben. Hydropi kam zu mir. Ich wusste, dass es alles oder nichts war. Hydropi, komm zu dir. Denke darüber nach, was uns mit uns verbindet. Denke darüber nach, was Floink sagen wird. Hydropi, wir sind eine Familie. Dann war alles schwarz, aber die Dunkelheit ging immer wieder verloren. Hydropi hat mich nicht angegriffen. Ein Nebel war gerade aus ihm herausgekommen. Durch das Gleiche? Bist du okay? Ich stand auf und trocknete meine Füße. Ich bin froh, dass du zurück bist. Er lächelte mich an. Die Rückseite des Raumes beleuchtete den ganzen Raum. Ich habe nichts gesehen, aber ich fühlte ein kleines Gefühl in meinem Bein. Das Licht geht aus. Und es gab einen schwachen Tanz vor mir. Es gab ein Loch, wie dieses vor Hydropi. Nur hatte es ein dunkelblaues Licht. Er fragte mich, ist Bulbasaur? Ich habe diese Dinge erkannt. Es sind Stücke von Günther Grass. Respektvoll und nützlich. Ich glaube, diese Folge ist so behindert zum Anhören. Ich mach die ganze Zeit auf den letzten Almann und zwischendurch so 3-4 Mal beginne ich wie ein Behinderter zu lachen. Wir legten es nieder und unsere Idee verschwand. Es gab 4 Pokémon mitten im Wald, die zu rufen schienen. Also gingen wir dorthin. Nun, da diese Folge
ein doch sehr jähes Ende findet, möchte ich noch einmal kurz herausfinden, was wirklich die Höhepunkte der heutigen Folge waren. Wobei man sagen muss, der Inhalt stand heute tatsächlich großteils eher im Hintergrund, war tatsächlich sehr neutral, ohne dass ich es je erwartet hätte. Nichtsdestominder war die Wortwahl heute auf einer anderen Ebene. Die Linguistik war unfassbar elegant gewählt. Holt mich hier raus! Ich will das nicht aufnehmen! Lasst ein Abo da, wenn ihr wollt, dass das Projekt schnell vorbei ist. Ich freue mich schon darauf, wieder eine richtige Walross-Edition dieses Jahr aufzunehmen. Jawohl, ja! Porsche Game S! Warum schlag ich mich eigentlich selber? Bin ich eigentlich behindert?